Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable mit Manuela. In dieser Folge geht es wieder um die mysteriösen Diebstähle in Moorland. Viel Spaß beim Anschauen. Ruhe und hör mir zu. Ich habe soeben erfahren, dass der Dieb wieder zuschlägt. Er ist gerade dabei, im Leuchtturm einzubrechen. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn vielleicht auf frischer Tat ertappen. Schnell, auf zum Leuchtturm! Der Schurke springt hinter dich aufs Pferd und zeigt auf den Leuchtturm oberhalb vom Strand. Los, reite schneller, als du jemals geritten bist. Ich glaube, wir kommen rechtzeitig. Sei still, er ist wohl immer noch im Leuchtturm. Der Dieb muss da drin sein. Du schleich dich an und schau, ob du die Türe aufmachen kannst, ohne dass man es hört. Ich laufe dann hinein und fasse den Dieb. Sei vorsichtig jetzt. Schleiche dich zur Türe und versuche sie lautlos zu öffnen. Sie wollen den Dieb ja nicht verjagen, jetzt wo wir so nahe sind. Bang! Etwas trifft dich am Kopf. Du fühlst, wie du in Ohnmacht fällst. Alles wird schwarz. Hallo? Bist du wach? Hallo? Bist du jetzt wach? Manuela? Hallo du, ist das Kopfweh besser? Darf ich mal sehen? Naja, so schlimm sieht es zum Glück nicht aus. Du hast eine kleine Beule, aber das ist schon alles. Was du hier machst? Ja, das war so. Ich habe vor einer Weile einen fürchterlichen Krach vom Leuchtturm gehört, also bin ich hingegangen, um zu sehen, was los ist. Die Tür zum Leuchtturm stand sperrangelweit offen und du bist auf dem Boden gelegen, ohnmächtig und unansprechbar. Ich habe dich hierher zum Ausruhen heruntergetragen. Einige Stunden Ruhe und die Dämpfe eines meiner berühmten Kräuteraufgüsse haben Wunder bewirkt. Ja, eines war sehr seltsam, Manuela. Als ich dich da oben gefunden habe, hattest du eine von Joshs Trophäen in den Händen. Eine von denen, die vor kurzem gestohlen worden sind. Du bist wohl nicht der Dieb, Manuela. Du hast keine Ahnung, wie Joshs Trophäen in deine Hände gelandet ist. Ich glaube dir, Manuela, du würdest so etwas niemals machen. Ich glaube, jemand versucht dir die Diebstähle hier in Moorland in die Schuhe zu schieben. Wahrscheinlich der echte Dieb. Du hattest Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht die Polizei. Es wäre schwer gewesen zu erklären, warum du Diebesgut in deinen Händen hast. Aber warum warst du überhaupt oben beim Leuchtturm? Was sagst du? Du bist mit einem Schurken vom Strand dorthin geritten, um den Dieb zu fassen? Aha, dann ist ganz klar, was hier passiert ist. Der Schurke war in Wirklichkeit selbst der Dieb. Und als du angefangen hast, lästige Fragen zu stellen, versuchte er, dich loszuwerden. Das war ein listiger Plan, und wenn ich nicht diesen Lärm vom Leuchtturm gehört hätte, hätte es auch geklappt. Es ist wohl das Beste, wenn du so schnell wie möglich zum Darkhoa-Lager reitest und den Dieb zur Rede stellst, bevor er sich aus dem Staub macht.
Wie, Dieb? Warum sagst du, dass ich gefasst bin? Ich soll mich nicht dumm stellen? Was redest du und wer bist du? Warte mal, es scheint ganz so, als ob du glaubst, mit meinem Vorgänger zu sprechen, der hier vor ein paar Stunden gestanden ist. Aber glaube mir, das tust du nicht. Er wurde blitzversetzt vor einer halben Stunde, ist mit einem unserer Schiffe verschwunden. Das Letzte, was ich gesehen habe, ist, dass er wie eine tollwütige Gazelle davongesprungen ist. Hatte wohl nicht mal Zeit, seinen Koffer zu packen, weil er sich mit leeren Händen auf und davon gemacht hat. Und nun hau ab, ich habe keine Zeit, mit dir zu sprechen. Hau ab! Was? Diebesgut? Ich weiß nicht, wovon du redest, aber das hört sich interessant an. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich die Sachen meines Vorgängers inspiziere. Er ist so schnell abgehauen, dass all seine Sachen dort beim Boot geblieben sind. Du musst mich entschuldigen, aber ich muss jetzt dorthin. Wenn ich etwas Interessantes finde, dann gebe ich dir Bescheid. Du kannst dich auf mich verlassen. Hehehe. Was sagst du? Du rufst die Bullen, wenn du nicht sofort selbst nachschauen darfst? Knurr, okay, okay. Dann wirf selber einen Blick auf seine Sachen, aber du versprichst nicht, die Bullen zu rufen. Über sowas scherzt man nämlich nicht. Gut versprochen, mein Vorgänger hatte seine Sachen in einer Holzkiste auf dem Boot da hinten, wo wir die Funkanlagen haben. Hast du seine Sachen gefunden? Das war Diebesgut, sagst du? Hehe, wenn das Diebesgut war, dann sind da jetzt überall deine Fingerabdrücke drauf. Wir von Darkor tragen immer Handschuhe, wie du vielleicht gesehen hast. Wenn ich mich recht erinnere, dann hast du all diese Sachen schon bei dir, als du gekommen bist. Vielleicht sollte ich jetzt die Bullen rufen und ihnen erzählen, dass ich einen Dieb gefangen habe. Oder gibst du mir all die Sachen und wir vergessen das Ganze? Was meinst du? Hehehe. Du denkst, ich soll die Bullen rufen? Und du bist dir sicher, dass sie dir glauben werden? Knurr, okay, du hast gewonnen, dieses Mal. Dieses Mal hast du mich überlistet, aber ich bin nicht so bescheuert wie mein Vorgänger. Wir sehen uns wieder, verlass dich drauf. Knurr, beim Haus der Alten riecht es so gut. Wenn mein Vorgänger nicht schon diesen Kuchen gestohlen hätte, dann würde ich das jetzt tun. Hör zu, gib der Alten die Kuchenform zurück, dann stellt sie vielleicht einen neuen Kuchen ans Fenster und dann bin ich bereit. Hehehe. So, und jetzt hau ab und nimm das Zeug hier mit. Hallo Manuela. Ah, das sieht ja aus wie meine Kuchenform. Ein Schurke da unten wollte, dass du sie mir zurückgibst, damit er meine nächste Torte stehlen kann, die ich backe? Weißt du was, Manuela? Der werde ich gleich meine super extra scharfe Chili-Torte backen und sie auf die Vortreppe stellen. Die habe ich bisher nur einmal gebacken und glaube mir, sie zu essen macht keinen Spaß. Dieser kleine Hammer hier muss Konrad gehören. Gib ihn Konrad zurück, Manuela. Ich habe gehört, dass er etwas deprimiert war. Ich denke, er kann gute Nachrichten gebrauchen. Das hier muss Tans Uhr sein. Es ist wohl das Beste, wenn du sie ihr zurückgibst. Aber richt ihr aus, dass sie niemals mehr Kuchen bekommen wird. Ha! Hier hast du alle Trophäen von Josh. Beeil dich und gib sie ihm zurück. Er freut sich sicher mächtig darüber.
Was sehen meine müden Augen? Mein kleinster Hammer, und ich dachte, er wäre für immer verschwunden. Danke, Manuela, das werde ich dir nie vergessen. Ich dachte, ich habe den Hammer verschlammt und dass mein Gehirn schon anfängt, alt zu werden. Nun ist wieder alles in Ordnung. Vielen Dank, Manuela. Ich habe noch nie ein Werkzeug verloren und das wird auch nie passieren, das schwöre ich, so wahr ich Konrad Madison heiße. Manuela, beeil dich und überbringe Jenna die guten Nachrichten. Sie muss jetzt nicht mehr lange auf ihre Blumenkisten warten. Ich habe sie heute vor Sonnenuntergang fertig. Hallo Manuela, was willst du? Wie, du hast meine Uhr. Ist das wahr? Ha, schau Loretta, meine super coole Uhr ist wieder da. So wahnsinnig cool, nun bist du eifersüchtig, was? Haha. Ich habe nur Spaß gemacht, Loretta, das weißt du. Klar kannst du sie dir ausleihen, wir sind doch beste Freunde für immer. Im Ernst, das weißt du. Danke, Manuela, das ist echt super, dass du die Uhr so schnell gefunden hast. Echt super. Richte Jenna aus, dass Loretta und ich keine Diebe sind, wenn sie da nicht schon selbst drauf gekommen ist. Nun muss ich los. Ciao. Hallo, Manuela. Ach, das Leben ist so traurig ohne meine Trophäen. Ich dachte mir nicht, dass mir die Dinger so viel bedeuten. Was sagst du da? Du hast meine Trophäen? Machst du Scherze? Du sollst keine Scherze über sowas machen, Manuela. Nein, ist das wahr? Lass mal sehen. Meine Trophäen! Ich dachte schon, ich sehe sie niemals wieder. Fantastisch, du bist die Beste. Manuela, dieser Tag hat schrecklich angefangen, aber wirklich fantastisch aufgehört. Du musst Jenna erzählen, dass meine Trophäen zurück sind. Sie wird auch super glücklich sein. Meine Blumenkisten sind bald fertig, hat Konrad gesagt. Wie nett, da muss ich nur noch ein paar hübsche Blumen besorgen. Tan hat ihre Uhr wieder, sagst du? Da hat sie sich aber gefreut, was? Gut, dann erspare ich mir das Gejammer der beiden, zumindest für kurze Zeit. Josh hat seine Trophäen zurückbekommen. Da hat er sich wohl sehr gefreut, sehr schön. Ich mag es gar nicht, wenn ein netter Kerl wie Josh so traurig ist. Gut gemacht, Manuela. Manuela, vielen Dank, dass du uns geholfen hast, all die Diebstähle hier in Moorland zu stoppen. Du hast nicht nur den Dieb gefasst, du hast auch alle Sachen, die gestohlen wurden, wieder zurückgebracht. Josh, Tan, Frau Holzwörs und Konrad Masesen haben mich alle gebeten, eine ordentliche Belohnung für dich zu finden. Ich weiß gar nicht, was das für eine Belohnung sein soll. Etwas, das zu dir passt? Ja, genau, warte hier. Hier hast du... Jenna sucht in einer Kiste hinter sich. Jenna nimmt etwas aus einer Kiste hinter sich. Hier hast du, Manuela. Was denkst du? Das ist ein kleines Dankeschön für das, was du für uns getan hast. Hoffe, er gefällt dir. Mach's gut, Manuela. Wir sehen uns. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.